ist denn das für eine Scheißmusik? Ja, warte. Wie könnten wir möglichst viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen und dabei keine Abonnenten verlieren? Ich hab's. Wir machen uns einen Wikipedia-Eintrag, schreiben hin, dass einer von uns drei am 31.12.2016 gestorben ist und hauen dann einfach unseren neuen Song raus, wenn alle denken, dass es soweit ist. Und wir löschen auch alle unsere Videos. Ja. Ja, lass machen. Und neue unser Twitter-Account. Neue Idee. Ja, ja, perfekt. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kekarino. Es kam lange kein richtiges Video mehr und nun ist es endlich soweit. Eine neue Folge von Kekarino! So Leute, jetzt viel Spaß beim Video! Haustiere und wenn ja, wie heißen sie? Wir haben in letzter Zeit kleinere YouTuber gesehen, die in möglichst kurzer Zeit ziemlich viele Klicks generiert haben. Wenn das so einfach wäre. Hallo, kommt doch rein. Superman Nick am Start, Freunde. Hier, kommt rein. So, als erstes kommen wir zu meinem super crazy Aldi Laptop, gefolgt von den crazy zwei Steckdosen und meine Lego Spielsachen hier drüben. Dann gehen wir einfach weiter. Hier, seht ihr meine krasse Ausstattung? Funktioniert doch, top. Kommen wir weiter. Hier, cooles Holz. Weiter. Hier seht ihr mein Playmobil-Spielzeug. Und hier seht ihr meine Lieblingsspielzeuggitarre. Und wenn wir weitergehen, seht ihr mein Haustier, Niklas, mit dem ich schon öfters Video zusammengedreht habe. Also kommen wir doch weiter. Ah, hab ich euch vergessen, Marius zu zeigen? Natürlich habe ich das. Das ist Marius, meine Freunde. Oh, tschüss, Superman Nick sagt tschüss. Das ist fake, ihr hattet einen Schlüssel, der passte und niemand kauft euch das ab, dass ihr Mitarbeiter seid. Ihr seid nicht bald so alt dafür. Und es war wieder ein grauer, düsterer Nachmittag. Nicht nur die Wetterlage stimmte ihn nachdenklich. Auch beim Lesen der Kommentare stieg die Dummheit der Zuschauer ins Unermessliche. Lag es an dieser Unge-Community? Oder hat er sich mit seinem Niveau eines Dreijährigen selber in die Scheiße geritten? Die einzige Frage, die er sich nun noch stellte. Tut es eigentlich weh, einen Kaktus anzufassen? Die deutsche Community ist so abgefuckt. Ihr nicht. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Was ist euer Lieblings-YouTuber? Außer Abo natürlich. Ja, hallo. Ich bin der coole Junge. Ich würde meinen Namen verändern. Ja? Junge. Und. Hessisch, ich liebe das. 1106, 1107, 1108. Es klatscht gleich. Es klatscht gleich. Es klatscht gleich. Ja, mir ist der Arzt, werde ich jetzt auch noch abgeholt. Damn. Willst du einsteigen? Jo. Weißt du, wenn viel Benzin kostet? Geht klar.